So Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Diesmal versuchen wir, diesen Racine mal zu schnappen. Das letzte Mal ist ja ein bisschen schlecht ausgegangen. Und dafür gehen wir jetzt wieder schön durch die Tür durch da. Los. Hey. Bam. So. Extra kurz gewartet hier. Ah, die Tür ist zu. Okay. So. Lauf, schnapp ihn dir! Jawohl! Diesmal steigen wir gleich ins Auto ein. Und bap! So. Ja, sind schon mal quick. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst. Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Ja. Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Hab ich immer. Ich folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Okay, dann folgen wir halt mal der IP-Adresse. Wo ist die IP-Adresse? Ah, okay. Ah, schon wieder falsche Taste hier. Wo ist sie denn? Huhu. Hallo? Hallo? Na, du, wo bist du denn? Sag mal. Ach da, okay. Bargeld, fixer Auftrag, wunderbar. Ah, Sehenswürdigkeit. Ja, es ist gut, dass man so gut da drauf kommt hier. Klasse. Dann tun wir halt einfach den Weiß genau, wie ich rede. Lockvogelauftrag ausgewählt, ist ja ganz in der Nähe hier. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Niki Muss was antun, wenn er nicht bekommt, was Musik er aus hier. Okay, das erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Auf jeden Fall. Fehlerhafte Ampelanlagen, die Schuld an einer Reihe von Unfällen sein sollen, wurde nun eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei rät Autofahrern, Kreuzungen nur mit äußerster Vorsicht zu überqueren. Ach jo, sind nur Ampeln, keine Panik. Schöne Wohngegend hier. Okay. Eine große Brücke. Alles klar. Ein fixer Auftrag. Ja. Da will ich schon mal ganz deutlich sagen. Da scheiße ich drauf. So. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. So. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Muss es aussieht doch auf die andere Seite oder so. Au. Na komm, parken wir einfach. Ja, was soll's? Gehen wir zu Fuß. Gehen wir zu Fuß. Und rennen ein paar Mülltonnen um. Kommen wir da irgendwo rein hier? Ah, da ist was. Ja, das ist doch meine Wohnung. Entschuldigung? Meine Wohnung? Warum meine Wohnung? Hallo? Doch. Wo ist er? Ah. Okay, der Pfand.
Nö. Verdammter Melo-Job. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Hm. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Was für Reflexe. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2S-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Die kennt den doch. Mit Sicherheit. Und die ist bestimmt auch die Frau auf der Datei. Was ist denn los? Bam. Okay. Los! Ich hab es! Oh shit. Ja, ich würde ja gerne in Deckung gehen, aber ja. Ja, kein Kommentar. Am besten kein Kommentar. So, ah, wir sind schon draußen. So, gib mal die Waffe her hier. Hat schon was bewegt? Das Motelschild. Oh. Da oben sitzen welche. Oh je. Jawohl, schieß mal den Kaffee runter hier. Mist. Ah, bringt nichts, kommt nicht oben dran. Bam. Mist. Gibt's da nicht. Gut, einer weniger. Zweiter auch. Geht ganz schön ab hier. Boom! Alter. Ach du Schande. Ja. Da ist noch einer, ist noch übrig. Ah, da hinten. Ah. So wie zum Thema, einer ist noch übrig, es sind doch noch ein paar mehr.
Gott verzieht die Waffe. Krass. Sogar in den, Holzlatten sind schon Einschusslöcher hier. Wie detailreich. Okay. Oben sitzt noch einer irgendwo. Hinten. Scharfschütze. So, jetzt muss ich den anderen da oben irgendwie noch holen. Ah, liegt überall Geld rum hier. So, wo? Da, da ist er. Da sitzt er. Mist. Jawohl. So, das war's. Eskortieren Sie Clara zu ihrem Wagen. Auf geht's. Komm schon, Clara. Komm schon. Oh, Mist. Kommen hier schon wieder Autos. Okay. Okay. So dann. Ah! Da kommen ja auch noch ein paar. Ah, kommt schon der nächste hinterher. Okay. Kommt auch wieder einer angerannt. Okay. So, auf zum Auto. Auf, Junge, auf. Bring das Mädel hier weg, das mehr weiß, wie es zugeht. Ins Auto. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch. So. Die stellen uns eine Falle. Oh. So. Entkommen Sie aus dem Umfeld des Motels. Alles klar, nehmen wir gerade den hier, oder? So, schon sind wir entkommen. Schon vibriert wieder das Handy. Bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Stell ich mir auch als die Frage. Ich weiß, ob wir in Ruhe reden können. Hier. Okay. Vorne. Schon wieder ein Anruf? Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieße es. Denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Caden? Jax? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne Damien. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Okay. Ich glaube, wir nehmen doch lieber den Part hier. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal.
Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Hohohoho. Okay, sie ist jetzt bald. Erstmal. So, das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut und haut rein.